Heute wollte ich euch mein drittes selbstgemachtes Reborn Baby zeigen, beziehungsweise diesmal ist es wieder ein Toddler. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Wie man gerade vielleicht auch gemerkt hat, war das Reborn Toddler nicht ganz auf dem Bild drauf. Das liegt daran, dass sie sehr groß ist. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal unten bei den Füßen an. Dann merkt man nämlich auch, warum sie auch noch so groß ist. Sie ist nämlich nicht nur so groß aus dem Grund, dass sie natürlich ein Toddler ist. Und zwar ist sie auch so groß, da es ein Stehtoddler ist. Aber ich würde sagen, wir starten hier erst einmal mit den Füßen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass man die Färbung gut erkennen kann, da es in den anderen Videos nicht der Fall war. Aber ich denke mal, man kennt das ja, dass es auf der Kamera meistens eh immer anders aussieht als in echt. Und das hier sind einmal ihre Füße. Sie hat natürlich auch wie die anderen Glanznägel. Und so sehen ihre Füße von unten aus. Und das hier sind halt ihre Beine. Und zwar hat sie einfach Stehbeine. Und da kommen wir auch gleich nochmal zum Körper. Da gehen die Beine nämlich weiter. Und zwar sind das, glaube ich, 3/4 Beine, wenn ich mich recht erinnere. Und wie gesagt, hat sie auch sehr große Füße. Wie das natürlich bei einem Toddler ist, damit sie halt auch gut stehen kann. Aber fürs Stehen braucht man eigentlich auch noch ein Skelett, das man in das Reborn reinmacht. Aber das habe ich nicht, deswegen kann sie nicht wirklich stehen. Also wenn man möchte, dass sie von alleine steht, dann braucht man halt ein Skelett. Und das hier ist ihr anderer Fuß. Hier hat sie auch wieder Glanznägel. Und auf diesem Fuß hat sie vorne noch etwas Weißes. Und hier ist das leider irgendwie abgegangen, aber ich wollte das jetzt auch noch nicht nochmal irgendwie darauf machen, weil wenn ich das wieder rauf mache, muss ich auch noch den Glanzlack da wieder rauf machen und dann wird das irgendwann sehr dick. Und deswegen sieht das halt einfach jetzt so aus. Ich finde das auch gar nicht so schlimm. Und von unten sieht ihr Fuß so aus. Und dann, wie gesagt, hier einfach wieder ein Bein. Und ich hoffe, dass man die Färbung erkennen kann. Aber nachher gibt es sowieso nochmal einen kleinen Überblick. Und hier haben wir dann auch schon einmal den Körper. Sie hat halt Stehbeine und dann hat sie hier auch noch bis hier so Stoffkörper. Halt auch so, dass sie stehen kann. Und ihr Körper ist auch ziemlich groß. Und oben hat sie dann 3/4 Arme. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Und zwar ist das hier einmal ihre erste Hand. Natürlich auch wieder mit Glanznägeln. Und dann hier einfach ihren Arm und der ist so ein bisschen angewinkelt. Und die Rückseite von der Hand sieht so aus und vom Arm. Und hier hat sie so leichte rote Streifen, wenn man das erkennen kann. Ich weiß leider auch nicht genau, was dort passiert ist. Aber ich denke mal, das lag daran, dass ich da irgendwie mit dem Schwamm falsch getupft habe oder so. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich meine, meistens hatten sie ja eh die Arme so. Oder halt ein T-Shirt oder Pullover an. Aber ich finde das halt jetzt auch nicht so schlimm, da die Färbung schon ziemlich gut gelungen ist. Und so doll fällt es jetzt auch nicht auf. In der Kamera fällt es noch weniger auf als in echt. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Hand. Und die ist etwas weiter ausgestreckt, aber auch noch angewinkelt. Und hier natürlich wieder Glanznägel mit ein bisschen Weiß vorne dran. Und so sieht ihre Hand von hinten aus. Und hier ist das nicht mit den Streifen, also hier ist die Färbung ganz normal.
Und wie gesagt, hier einmal ihr Stoffkörper. Und dann machen wir weiter mit dem Gesicht. Und zwar sieht man auch schon gleich einen Unterschied zu meinen ganzen anderen Newborn-Babys. Nicht nur, dass ich diesmal etwas besser gefärbt habe, also dass es besser aussieht. Wie gesagt, Übung macht ja den Meister. Sondern dieses Newborn-Baby hat auch noch Augen. Und das war gar nicht so leicht, die da reinzubekommen. Jetzt, wo man weiß, geht es vielleicht einfacher, aber auf jeden Fall braucht man erst einmal dafür Hilfe, um die Augen da reinzubekommen. Alleine habe ich das nicht geschafft. Und sie hat bläuliche Augen bekommen. Und dann hier noch einmal ihre Lippen. Natürlich auch mit Glanzgel. Und einmal ihr Gesicht. Ich zeige euch das auch nochmal ein bisschen von der Seite. Ihre Ohren sehen so aus. Und sie hat auch ganz, ganz leicht gezeichnete Augenbrauen. Ich denke mal, dass man das nicht in der Kamera hier sieht, da meine Handykamera nicht so gut ist. Aber vielleicht sieht man das gleich noch mit ein bisschen mehr Licht. Und so sieht halt ihr Kopf aus. Ganz normal gefärbt. Sie hat jetzt keine Haare bekommen, da ich mir jetzt noch nicht vorgestellt habe, ihr Haare zu malen, weil sie mir gerade, wie gesagt, so gut gelungen ist und ich das nicht ruinieren wollte. Und deswegen hat sie eine Perücke. Aber die habe ich jetzt nicht aufgezogen für das Video, da es ja um die Färbung geht und eine Perücke, weiß jeder ungefähr, wie das aussieht. Das sind jetzt auch nicht halt selbstgemachte Haare oder so. Man hätte auch die Haare routen können, aber das habe ich jetzt auch erstmal lieber gelassen. Und so sieht die Tiffy halt einmal aus. Und ich würde sagen, jetzt ziehen wir sie gleich noch einmal gemeinsam an. Aber es gibt erstmal noch ein weiteres Detailvideo. Aussieht. Wie gesagt, in der Kamera sieht die Färbung meistens anders aus, als sie in echt ist. Das hat man ja auch schon bei meinen anderen Videos gesehen. Und ich würde sagen, wir ziehen sie jetzt einmal gemeinsam an. Beziehungsweise ich ziehe sie jetzt einmal an, da das mit so großen Toddlern immer sehr lange dauert bei mir. Und so sieht die Kleine nun aus. Sie hat erst einmal hier einen richtig süßen Pullover abbekommen. Mit einer Katze drauf und einfach noch so eine Jeans. Und jetzt gibt es auch noch mal ein paar Infos über Tippi. Wie schon erwähnt, ist sie der Bausatz Tippi 2 von Donna Rupert. Sie ist ungefähr 80 cm groß, wiegt 3645 Gramm und sie ist bei mir fertig geworden am 4. August. Außerdem hat sie natürlich auch einen Magnetschnuller und zwar sieht er einmal so aus. Das ist einfach der, den die anderen auch schon haben, falls ihr die Videos gesehen habt mit diesem richtig süßen Wal. Und so sieht das Ganze aus. Und das hier ist jetzt mein drittes selbstgemachtes Reborn Baby und ich finde, im Vergleich zu den anderen beiden ist sie richtig gut geworden. Natürlich ist es jetzt nicht so wie bei den anderen, die das richtig gut machen können. Aber ich finde, von dem Fortschritt ist es auf jeden Fall sehr weit gekommen. Und ich werde natürlich weiter üben daran an meinen Reborn Babys. Und hoffentlich werden sie dann auch mal bald so gut wie die anderen. Aber ich bin auf jeden Fall mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden. Vor allen Dingen, dass es erst mein dritter Versuch ist und es diesmal so gut gelungen ist. Außer halt hier mit den Strichen an dem Arm, aber das finde ich nicht so schlimm. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch überhaupt nicht, wenn sie den Pullover trägt. Und natürlich hat sie auch eine Urkunde. Und so sieht die Urkunde einmal aus, etwas anders als die anderen. Und zwar habe ich hier einmal Name, den Name vom Bausatz, wer es reborn hat, das Datum, die Größe und Gewicht. Dann habe ich hier unten rechts einmal ein Bild. Das ist jetzt kein Foto und von hinten ist es einfach nur eine Pappe. Ich habe jetzt kein richtiges Foto, da
Wegen der Situation habe ich keine Fotos ausgedruckt im Geschäft und zwei, drei Fotos zu bestellen wäre zu teuer gewesen und unnötig. Deswegen habe ich die im Drucker ausgedruckt, wie diese Bilder hier. Die habe ich dann einfach selber gebastelt und laminiert, also einmal halt ausgeschnitten und hinten habe ich dann noch einmal den Namen von meinem Kanal draufgeschrieben, damit man halt auch weiß, dass ich das reborn habe. Oder dass das halt meine Fotos sind. Ob ich es reborn habe, kann man jetzt nicht daraus sehen. Auf jeden Fall habe ich ein paar ausgedruckt. Ich habe diesmal kein Fotobuch wieder gemacht, weil ich bis jetzt noch nicht so viele Fotos von ihr gemacht habe. Aber wahrscheinlich werde ich ihr noch irgendwann mal ein Fotobuch machen. Und ihr könnt auch gerne den Kanal übrigens abonnieren, falls ihr noch mehr Reborn Baby Videos sehen wollt. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, das war's mit diesem Video und bis zum nächsten Mal.